Am 31. Januar kam mit dem Avionics-Update ein neues großes Update in den Flugsimulator. Dieses Update brachte für den PC und die Xbox richtig viele coole Neuerungen und Features mit sich. Grund genug also, sich das heute mal ein bisschen genauer anzuschauen. Let's go! So wie im vergangenen Jahr setzt Asobo seine Tradition fort, jeden Monat ein Update für den Flight Sim rauszubringen. Und dieses Mal gab es das erste Aircrafts and Avionics-Update, bei dem es das Ziel war, die bestehenden Standardflugzeuge nachträglich noch mit möglichst viel Systemtiefe auszustatten. Unterstützt wurde Asobo dabei von Working Title. Vielen von euch ist das sicher schon ein Begriff, für die, die es nicht kennen, hier nochmal eine kleine Übersicht. Working Title entstand damals 2020 nach dem Release des Flugsimulators und wie Fly-by-Wire hat das Team sich zum Ziel gesetzt, ein schon bestehendes Flugzeug durch eine kostenlose Mod zu verbessern, um so halt einfach noch mehr Simulationstiefe zu ermöglichen. Auch die Garmin-Systeme, die in kleineren Flugzeugen verbaut sind, wie das G1000 oder das G3000 zum Beispiel, sollten auch nochmal verbessert werden. Deswegen haben sie auch dafür noch eigene Mods entwickelt. 2021 ist Working Title dann dem MSFS-Entwicklungsteam beigetreten und so wurden dann nach und nach die Modifikationen auch in den Standard-Sim mit übernommen. Vielleicht sind euch ja zum Beispiel die kostenlosen Garmin-Mods im Ingame-Marktplatz mal aufgefallen, die stammen auch von Working Title. Falls ihr euch jetzt aber fragt, was will der Typ da andauern und wer ist eigentlich dieser Garmin, hierzu auch noch eine kurze Erklärung. Nicht nur Verkehrsflugzeuge werden immer moderner, sondern auch Kleinflugzeuge. Während früher das alles noch über konventionelle Navigation und Anzeigen lief, ist heute auch in neueren Privatflugzeugen viel moderne Technik verbaut. Das meiste davon kommt durch die eben angesprochenen Garmin-Systeme. Wenn du also schon mal ein digitales Cockpit in deiner Cessna oder so gesehen hast, dann war das höchstwahrscheinlich eins von Garmin. Und damit kommen wir dann auch schon direkt zur ersten großen Neuerung durch dieses Update, nämlich diese Garmin-Systeme. Das kleinste Garmin, das GN430W bzw. GN530W, finden wir zum Beispiel in der klassischen Cessna 172 oder der DHC2 im MSFS. Und das ermöglicht es uns auch, wie im Airliner zum Beispiel, bestimmte Verfahren und Routen GPS-gesteuert dann abzufliegen. Das heißt, An- und Abflugverfahren, Holdings und so weiter können wir jetzt einfach schön in unser Garmin eingeben und das Flugzeug kann dann das alles mit LNAV und VNAV so abfliegen. Und selbst wenn mal was nicht passt und wir durchstarten müssen, ist der Missapproach schon im Garmin hinterlegt. Richtig nice. Was auch beeindruckend ist, ist, dass man dabei sogar die echten GPS-Satelliten simuliert. Ich meine, wie cool ist das denn bitte? Die größeren Modelle des Garmins, das G1000 und G3000, wurden ebenfalls überarbeitet und bringen eine Menge Neuerungen mit sich. Neben der gleichen Anpassung wie im GN430 und 530 kommt hier auch endlich eine TCAS-Unterstützung mit dazu. Wer TCAS nicht kennt, TCAS steht für Traffic Alert and Collision Avoidance System und ist dafür da, uns anderen Verkehr anzuzeigen und sollte uns mal einer zu nahe kommen, auch davor zu warnen oder sogar eine Ausweichanweisung zu geben, um so halt einfach zu verhindern, dass wir in keine anderen reinkrachen. Neben dem TCAS haben wir jetzt auch sehr viele Einstellungsmöglichkeiten für die Displays, um dort alle möglichen Informationen anzeigen zu lassen. Also zum Beispiel die Speeds für Start und Landung, schlechtes Wetter auf unserer Flugstrecke oder zum Beispiel anderen Verkehr, der um uns herum unterwegs ist. Am besten ihr klickt euch einfach mal selbst ein bisschen durch die neuen Features, da gibt es auf jeden Fall eine Menge zu entdecken. Das Garmin ist übrigens zum Beispiel in der Diamond DA40 oder DA62 verbaut, falls ihr also direkt loslegen wollt. Das G3000 ist zum Beispiel in der TBM 930 verbaut, auch ein kleines, aber sehr feines Flugzeug, das auch ein paar Neuerungen erhalten hat. Die TBM ist ein einmotoriger Turboprop, der mit mehr als 3000 km Reichweite bis zu 330 Knoten echt was auf dem Buckel hat. Das Ding kann man nahezu überall starten und landen und macht auch echt Spaß zu fliegen. Die ganzen Instrumente wurden überarbeitet, sodass wir jetzt hier auch fast alle Knöpfe und Funktionen richtig nutzen können. Und es sieht halt auch wirklich 1:1 aus wie in der echten TBM, also ein sehr nices Flugzeug. Neben der TBM wurden auch noch die zwei Cessna Privatjets, die Citation CJ4 und die Citation Longitude, komplett überarbeitet. Da Working Title alle an den CJ4-Systemen, wie vorhin erwähnt, schon seit 2020 arbeitet, konnte man jetzt viel davon einfach in den Standard-Sim übernehmen. Das komplette FMS, also das Flight Management System, in dem wir die ganzen Flugdaten eingeben, wurde überarbeitet, dass wir jetzt problemlos die realen Prozeduren damit abfliegen können. Endlich kann man den Hobel also auch ohne Mod vernünftig nutzen und damit auf Watzim und Co. fliegen gehen. Auch das Flugmodell wurde nochmal überarbeitet, damit sich das Flugzeug jetzt deutlich realistischer fliegen lassen soll, vor allem beim Starten und Landen. Das überarbeitete LNAV und VNAV hilft uns noch dabei, das alles schön sauber abzufliegen, wobei Starten und Landen müssen wir natürlich trotzdem noch selber. Der Kabinendruck, Warnsysteme, Triebwerksanzeigen und so weiter wurden also durch das Avionics-Update in diesen Privatjets nochmal um einiges verbessert und überarbeitet und das macht jetzt richtig Spaß, mit den Dingern fliegen zu gehen. Doch für welche Flugzeuge gilt denn das Update jetzt eigentlich genau? Also prinzipiell erstmal für alle Flugzeuge, die einfach ein Garmin verbaut haben, sprich von der Cessna 172 über die Diamond-Flugzeuge bis hin zur TBM. Aber eben halt auch die zwei Cessna Business Jets, die man da auf jeden Fall nicht außer Acht lassen sollte. Falls ihr noch genauere Infos wollt, was sich durch das Update wo geändert hat, schaut am besten mal in den ersten Link in der Videobeschreibung, da habe ich euch den offiziellen Changelog nochmal verlinkt.
Als kleiner Hinweis nochmal an der Stelle, um das Update wirklich voll nutzen zu können, müsst ihr die kostenlose Garmin-Erweiterung, die im Marktplatz zu finden ist, herunterladen, falls ihr das natürlich nicht eh schon gemacht habt. Ansonsten funktionieren die Erweiterungen nicht so, wie ich sie jetzt eben angesprochen habe. Ansonsten freue ich mich persönlich sehr über das Update, vor allem weil es halt jetzt auch den Xbox-Fliegern ermöglicht, mit einem vernünftigen Grad an Realismus den Sim zu nutzen. Außerdem kann man jetzt auch durch die ganzen guten Kleinflugzeuge auch als Hardcore-Flight-Simmer die ganzen kleinen Flughäfen anfliegen, von denen ja auch wirklich manche sehr, sehr spannend sind, und muss nicht immer zu den gleichen großen Airports fliegen. Wie wäre es also mit einem Flug nach Courchevel in den französischen Alpen oder einem zum berühmten Flughafen Lukla in Nepal? Ich freue mich in Zukunft auf viele schöne Flüge, jetzt gibt es wieder eine ganze Menge zu entdecken. Bestimmt werden wir damit auch in so manchem Livestream wieder Community Challenges machen, das wird bestimmt auch sehr wild werden. Als nächstes Update steht jetzt im Februar irgendwann dann das World Update für Neuseeland an, das lässt sich dann auch super mit dem Update hier verbinden. Bis dahin freue ich mich in den Kommentaren zu lesen, was eure Favorites vom Aircrafts and Avionics Update sind und welchen Flieger ihr gerne als nächstes überarbeitet sehen wollt. Danke fürs Zuschauen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne wie immer ein Like und ein Abo da, dann verpasst ihr in Zukunft nichts mehr. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Ausprobieren des Updates und habt natürlich wie immer always happy landings.